willkommen bei Tizi zu Bert. Ja, Freunde, wir kommen heute zu Elektroschocker Teil 2. Danke für die positive Resonanz auf Teil 1, dass wir das jetzt hier nochmal machen dürfen. Ne? Ihr habt reingeschrieben, bitte beim nächsten Mal 70 machen. Das machen wir natürlich auch. Und ja, ich hoffe, hab mal ein bisschen mehr Glück. Aktuell ist bei mir so ein bisschen Durststrecke bei Schwarz, ne? Angesagt. Ein bisschen negativ, aber ich hoffe heute, ich kann deine Schwäche ausnutzen, weil du ein bisschen angeschlagen bist. Deswegen hoffe ich. Nichts, ich bin da. Deswegen. Jungs, aktuell. Ich weiß gar nicht, wie viel bin ich mittlerweile umgeschlagen? Bestimmt schon 4. Nein. Ich glaube, 3 Safe. Stück waren es. Ich bin jetzt sogar schon 5. Nein, das war die letzte Bestrafung, die ich gekriegt habe. Das war noch vor meinem Urlaub beim Wechseln. Gummischlauch hast du, glaube ich, auch einmal gekriegt. Mm-mm. Doch, habe ich natürlich aber draufgehauen. Doch, hast du gekriegt. Doch, Gummischlauch hast du auch. Wir gehen kurz ins Tool, Jungs, sind gleich wieder da. Ja. Ja, ne, wir haben 4 Stück. Ein Neujahr hatte ich nicht wieder zugerechnet. Aber lass 4 Stück. Einfach mal weg. Lass mal aber mal weg. Ich habe auch nur Kommentare, wie gesagt, gelesen. Simon kriegt richtige Schmutzdrafts, aber irgendwie. Ich würde immer sagen, das liegt so schon so ein bisschen. Ja, wahrscheinlich. Manchmal baue ich auch wirklich Schmutz, aber beim letzten würde ich in Erinnerung haben, dass es schwer war. Aber egal, ich habe keine Ausreden. Wir gehen hier rein mit 70, Freunde. Lasst hier ein Däumchen nach oben da. Das hat. Also fühle ich jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht. Ne? Bei Twitch sind wir Affiliate. Vielleicht können wir da sogar schon. Munkelt man. So, komm. Also, dann schnick, schnack, schnuck, ne? Schnick, schnack, schnuck. Bin aber auch ganz ehrlich. Du sagst, hat mir den letzte. Hast du abgebrochen? Ich weiß es wirklich nicht. Ich hab grad nicht abgebrochen, ne? Ah, okay. Was hat mir derzeit Glück gebracht, Digga? Alles, war egal. Aber nee, es, man muss. Okay, ich bin ehrlich. Hat schon, ne? Man muss den richtigen Moment abpassen. Ja, genau. Und ich glaube, der richtige Moment wäre jetzt für mich, blind zu sein. Okay, gut. Okay, Freunde, dann wir gehen hier rein. Also, wenn ich mir die Aufstellungen schon so angucke, dann hat er mal wieder den perfekten Moment getroffen. Ehrlich? Ja. Na, such dir was aus. Brauch nicht mal viel dazu sagen. Ich nehme heute mal klassisch die 1. Besser kann es ja fast gar nicht laufen, ne? Warum? Ist die 4-2-3-1? Nee. Also für Blindraft finde ich 4-2-3-1 eigentlich scheiße, wenn wir mal ehrlich sind, zum Bauen. Was ist denn für Blindraft einer der besten Aufstellungen, was am einfachsten zu bauen ist? Eigentlich die 4-3-3. So, dann weißt du ja, was du hast, ne? So, Kapitän ist denn da. Habe ich auch selten gesehen, dass man Innenverteidiger da bekommt, ne? Aber ansonsten sieht die aus, als sieht die eigentlich gar nicht mal schlecht aus. Wenn sie gar nicht schlecht aussieht, gehe ich bei dir immer mit der 3. Okay, beste mal wieder getroffen, perfekt. So, dann gehen wir mal hier hin und einen Kent haben wir hier am Start und einen Pulisic. Der Schlawiner, der rückt immer auf die 4, ne? Will ich ihn jetzt aber mitnehmen auf die 4? Ich weiß, ja komm, packen ein. Okay, alles klar, den hast du dann auch getroffen. Wirklich jetzt? Ja, ist er dann auch da, so, dann gehen wir auf die gespiegelte Variante. Ist was Starkes dabei. Also auf Ölöff jetzt, ja, quasi. Ja, genau. Was ist so stark? Kann ich dir leider nicht sagen. Bist du mittlerweile so ängstlich, dass du nicht mehr so... Ja, kann ich dir nicht sagen, was da jetzt so stark ist. Ich sag's mal so, da ist ein Brasilianer dabei, ne? Aha. 99er zufällig? Man munkelt's. Komm, dann packen halt rein für 2. Perfekt. Alles klar, machen wir doch. Nimm mal die noch mit, wenn du das haben möchtest. So, da gehen wir hier auf die nächste Position. Gut, wir haben ein paar UCL-Karten am Start. 5. Aber schlecht, wenn bis jetzt noch keine Icon da war. Okay. Ja, perfekt. Passt man natürlich auch wieder, Jungs, ne? Was erwartet man noch anderes? Schlecht, das ist auch so. Spieler, ne? Du im FIFA-Gaming, so abends. Chat, was habe ich jetzt geschauspielert? Also, das verstehe ich jetzt gerade schlecht. Also, das, was er gerade ausgewählt hat, passt zu dem anderen. Habe ich nicht gelogen und nix. So, wir sind dann in der Attackers-Front sind wir. Und du hast eine Icon dabei. Red nicht so lange, um eine halbe. Nee, ist keine Icon dabei. Oh, ne? Okay. Ilicic ist am Start. Ingo Aspas, okay, ist fast eine Icon. Ein Toney. Ein CR7 ist dabei. Ein Immobile was ist am Start. CR7? Geringverdiener CR7. Ah. 92er. Der sitzt meistens immer so auf der 2 oder 3. Ich will mir eigentlich das Cristiano-Problem nicht anfangen, deswegen gehe ich mal mit der 5. Man merkt, der Mann baut sehr, sehr viel Schwarz. Wahrscheinlich auch daheim in seinem Keller. Das gibt's doch gar nicht. Okay, dann. 2 oder 3 war das. Digga, das kann ich keinem erzählen. So, dann gehen wir hier auf die Position. Entweder siehst du was oder ich bin hier. Oder kennst du dich wirklich so gut aus? Ja, nix. Ist nichts Besonderes. Alberto Moreno. Die 1. Ja, dann nimmst du ihn doch gerade mit, Kollege. So, gehen wir mal hier hin. Und, oh, da haben wir am Start jetzt einmal Luis Alberto und Gündogan in Vinyandum 95, ne? Eriksen. Paris. Nur nicht die Pariser Version. Sergio Oliveira haben wir auch noch am Start. Gib mal die 3. Alles klar, dann gehen wir auf diese gute, schöne Position und das gefällt mir doch. Hier ist gar nichts dabei, ein André in 80er, kann ich anbieten. Perfekt, der passt sehr gut. Und dann kommen wir hier hin und dann haben wir eine Transferkarte, zählt ja heute nicht, ne? Aber der gute Mann ist zu PSG gewechselt.
Haha, welcher von den 15, Alter? Ja. Das ist ein Donnarumma da hinten. Kann sein. Hä? Kann sein, muss aber nicht in sein. In deiner Gefühlslage sind wir beim Torwart. Weiß ich nicht. Ja, ich weiß es aktuell nicht. Ich weiß aktuell nicht, wo wir sind. Hab mich verfahren. 2. Alles klar, perfekt. Muss Lehrer. Hast du getroffen, ne? Waren beim Torwart. So, und dann kommen wir auf die Position. Da ist ein Paredes am Start. Oh, Paredes ist geil. Den nehme ich auf den 2 mit. Hä? Was war das da hinten gerade? Keine Ahnung, was das da hinten war, aber warum weißt du, wo die ganzen Spieler sitzen? Chat, der guckt. Digga, wir bauen 1000 Drafts. Ich glaube, wir haben dieses FIFA. Ja, aber ein Paredes hockt nie auf der 2. Das sitzt immer auf der 2. Was du laberst, Digga. Wenn du jetzt denkst, ne, dass du mich in meinem Zustand noch pranken kannst, Digga, ne? Und es ist ein verfickter Prank, der da vorne gerade abläuft. Nö, ist kein Prank. Ist kein Leg Prank. Leg ich so einen Schlauch um deinen Hals und drücken zu. Ist kein Prank, aber verdient hättest du es dir mal, ne? Sag ich dir auch, wie es ist, aber es ist kein Prank. Und da wird auch noch was kommen, aber diesmal ist es nicht der Fall. So, letzte Position. Ja, nichts Besonderes. Sag mir mal, es ist ein Lucas Leiva dabei, ne? What-If-Karte, wo sitzt die? Lucas Leiva. Ja, What-If-Karte 90. Der war schon oft da in der Mitte, ne? Das ist wahrscheinlich auch genau die mittlere Position, oder? Mhm. Das ist eine ZDM-Position. Ah, also habe ich die defensive Variante. Ja. Defensiv kann ich nicht einschätzen. Ich würde sagen, auf der 4 sitzt er. Aha. Aber ich nehme die 5. Alles klar. So, dann, das war scheiße, mache ich hier Autovervollständigung. Oh Gott, ist das geil. Oh Gott, ist das geil, Simon. Oh Gott, heute schlug ich, oder was? Bitte, ich gehe den Controller. Warte, stopp. 3, 2, 1, let's go! Ja, natürlich hast du wieder die Icon auf der Bank gekriegt, du Arschloch, ne? Oh, ja, ganz ehrlich, die sehen sehr, sehr schön aus. Guck mal hier, was du hast. Saar ist am Start, ne? Oh, da kannst du direkt rein, ne? Oder Neuer würde ich auch direkt mal reingehen, ne? Weil das passt ja auch zu der Bundesliga. Dann würde ich halt gucken, dass du irgendwas mit Saar machst, weil der passt ja zu Neuer. Dann würde ich halt wirklich gucken oder halt mit Kent oder so irgendwie was bauen, ne? Oder du gehst natürlich, guck mal, du hast noch den Rangel, den würde ich noch mit reinstellen irgendwie. Der passt noch ganz, ganz gut, ne? Oder du, warum hast du so viel Premier League, Alter, ne? Ich würde noch einen Kent, der passt doch auch noch gut rein, den würde ich noch in den Sturm stellen, der ist doch da von der Premier League. Oder, mach doch Hakimi. Was ist mit Hakimi, Digga, den musst du reinmachen, ne? Und du hast noch 10, noch 9, noch 8, noch 7. Also hast du noch 19 Sekunden, da kannst du ja Zeit lassen, ne? Ich würde irgendwas mit Neuer machen, auf jeden Fall. Neuer und Saar würde ich auf jeden Fall was bauen, das wäre dann ein perfekter Link. Ne? Da würde ich aber, ja, wäre natürlich schön, wenn jetzt alles aus der Premier League wäre, wäre natürlich toll. Ne? Würdest du natürlich feiern. Aber 6, 5, 4, 3, 2, 1. Scheiße, das war viel aus der Premier League. Zaha hättest du noch reinmachen können. Nee, hab ich überall probiert. Hab ich ja gesehen. Hab ich überall probiert, den Typ. Da war aber gerade plus 2 irgendwo, im Tor. Ah, plus 1. Ne? Ja. Ja, du hast aber Premier League, Digga, Abo, scheiße. Ah, das war Torwart, ja. Ich glaube, ich habe sonst echt jetzt nichts drauf, weil den konnte ich jetzt nicht wegballern. Sonst hätte ich gedacht, gehe ich noch auf. Ah, doch, wäre vielleicht sogar besser gewesen, der Link. Kann ich kurz probieren? Ja, kannst du kurz probieren. Weiß nicht, ob der mich mehr gepusht hätte. Merkt man das hier genau? Oh, ja, der hat mich gepusht, ne? Ich weiß, da habe ich mich verspekuliert. Habe ich mir noch überlegt, habe ich gedacht, gehe ich das Risiko und ziehe den grünen Link da weg. Wären aber tatsächlich 4 Punkte mehr gewesen. Ich glaube, das wäre das Maximale, was ich gerade rausholen könnte. Aber das ist schwierig. Das ist schwierig. Warum hätte Saha jetzt zum Beispiel auf RF, hätte doch was bringen müssen als LM? Ich auch gedacht, Digga, aber ging nichts. Wahnsinn. Habe ich auch noch gedacht. Der war so mein Joker, aber ging nichts. Egal. Okay, gut, ja, aber best. Scheiße, ja noch Haki. Ach Gott. Komm, wegen rüber. Okay, sag Manager jetzt, ist doch egal. 2. Ein Punkt. Alle. Ja, alle. Ah, hast du sogar das Beste rausgeholt, ne? Scheiße. Ja, war nicht gut. War nicht so 159, aber es ist auch noch nicht so schlecht, sag ich dir auch, wie es ist. Ah, jetzt kommt und fällt mit Spieler jetzt, ne? 159, scheiße. Aber 159, sage ich, heute langt nicht. Wenn du nicht komplett an die Wand fährst, langt es heute nicht. Fuck. So, wir gehen rein. 159, ja, wird nicht lang, sage ich euch, wie es ist. Aber wir gehen rein, wir gucken. Ist ja mal wieder wichtig, einer zu gewinnen, aber. Bin ehrlich? Ja. 4 Schmutz, eine gut. Ja. 5. Ach du Scheiße. Die ist immer scheiße eigentlich, ne? Ja. Und das wird wahrscheinlich die schlechteste, die du nehmen konntest. Eigentlich mit Abstand. Gut, wenn, also das ist so eine Position, eine unangenehme, ne? Ja. Aber wenn da der Schlüsselspieler passt, dann hast du safe gewonnen. Ja, wenn der aber nicht passt und du auch keinen auf die Bank kriegst, hast du das Ding verloren. Lege ich mich ganz weit aus dem Fenster. Wir gehen rein. Wir sind bei deiner Kapitänas. Lass ein Like da, ihr Wichser! Es ist nichts Besonderes dabei. Normaler Messi, ein 83er Hazard. Ein Tots ist dabei. 2. Wichtig.
wichtig, dass der sich direkt auf diese Position setzt und sagt, Bro, hier schließe ich den Laden für eine Icon. Ganz wichtig. Nein. Ja, dann haben wir noch ein Palinja, ein Banega, ein Sergio Busquets, so die Richtung halt. Ja. Okay, ja, wir gehen mal davor. Ich denke, da dürfte jetzt nichts passieren da vorne. Ja, Gott, ich bin ein Crack, Jungs. Wir haben Nicolas Gonzalez, ne? Von Florenz. Wir haben Beric, in Locadia, in Pavoletti, in Vinas. Also du kannst dich voll austoben. Eins. Also auch für dich ist ein alle 75er. Ja, ne? Also, eins. Ja, ach was. Mach dir da nicht so einen Kopf drum. Ne? Eins. So, wir haben einen Correa, wir haben einen Otavio, einen Malos, einen Gerard Moreno. Aber nicht der gute Moreno, nicht der 90er. Ja, ne? Der 90er. So der Geringverdiener. Ja. Komm, fünf. Oh ja. Also bis jetzt 4 Picks, 4 verschiedene Ligen. Ich lüge dich nicht an. Ich bin sogar ehrlich, wir gehen mal ins Tor, komm. Okay, im Tor haben wir Navas, Chesney, Allison, Rui Patricio, Courtois. 2. Ah, der könnte gut gewesen sein. Wir sind in der Innenverteidigung. Mario Hermoso, Bastos, Donk, Higazi, Willi. 2. Gute Wahl, hätte ich auch genommen. Würde ich auch so im ersten Starter-Team spielen. Okay. Oh, okay, jetzt sind wir hier vorne. Jetzt sieht die Welt schon ganz gut aus, ne? Aha. Wir haben... Für wen? Für mich oder für dich? Für dich, für dich. Wir haben den guten Loi Remy. Schwester hier der Auswahl, 76, ne? Mhm. Dann haben wir aber einen Suarez. Immerhin in Form, 89, würde ich ein bisschen beflügeln. Wir haben einen 97er Mbappé, einen 86er Havertz und... Ciao! Ciao! 93er Ciao! Jetzt sind wir auf der 4. Ciao! Wen willst du? Die 4. Leute, Remy, ist okay. Kann man mal auswählen. Also ganz ehrlich, aktuell sage ich noch, bin ich noch ein bisschen entspannt, ne? So, sind wir der Innenverteidiger. Standardkram, Digga, Standard. 2. Standard! Also bei dir wird wirklich jetzt schon, sage ich dir, wird die Bank regeln müssen. Wir sind hier in der. Im Mittelfeld, ja, wir haben Bouillet, einen Thielemans, einen Delaney. 3. Warum habe ich immer so Scheißkarten? Oscar Blano, Aldabasari, Carrascal. Carrascal. Carrasco. Die Carrascal hockt auf der 1. Ja, es wurde ein Aldabasari. Du hast tatsächlich, und es ist kein Prank, ich weiß auf alles, ne, bis jetzt einen Link, den du gezogen hast. Hör doch auf. Und hast eine Formation aus der Hölle. Wirklich Formation aus der Hölle. Aber ich denke, sowas könnte auch ein Gamechanger für dich im Leben jetzt werden, irgendwie, ne? Ja. Um dein Comeback zu feiern. Wir gehen auf die letzte Position. Oh, die schmeckt, Digga. Da will ich jetzt auch nichts verraten, weil da kannst du mich jetzt schon ein bisschen bumsen. Von 5 Karten kannst du mich mit 2 Stück Hops nehmen. Kommen die 2. Schade, 1-3 wäre es gewesen. Team automatisch vervollständigen. Jetzt kommt's drauf an, Jungs. Was jetzt passiert? Bist du nervös? Ja. Ich bin auch nervös. Also wenn ich das höre, habe ich eigentlich innerlich ein Aufgegeben, aber... Ich... Also, deine Bank ist mindestens genauso gut wie meine, ja, ne? Danke. 3, 2, 1, let's go. So, guck's dir an, Digga, ne? Scheiße. Was du auf der Bank hast, ne? Das sind schon ein paar Granaten auf jeden Fall noch mit am Stissel, Digga, die gar nicht so verkehrt sind. In Wijnaldum, ne? Mit Paris, mit deinem Mbappé vorne, Digga, würde auch schon ganz gut ziehen, ne? Du hast noch diesen Okudiva für ins Tor, ne? Der wird vielleicht auch noch ein bisschen mehr bringen. Ist ja aus der League Santander, Digga, da würde ich echt pushen. Du hast noch einen Kolarov. Also im Endeffekt ist echt noch ein bisschen Potenzial da, ne? Du hast echt noch einiges ein bisschen rauszuholen, Digga. Verstehe ich aktuell gar nicht, was du da noch für eine Schiene fährst, ne? Mit Grimaldo. Und wir sind bei 25 Sekunden nur noch, ne? Was soll ich machen, Alter? Du hast noch einen Mondi. Ich verstehe nicht, wo bei dir die Reise hingeht, Digga. Das ist einfach so planlos. Es ist hin und her drücken. Warum drückst du jetzt den da rein, dann den dahin? Das passt einfach nichts zusammen, Digga. Du hast noch 10 Sekunden, ne? 10 Sekunden. Die Zeit, die tickt. Und oh, es wird richtig eng, Digga. Es wird richtig eng. Alter, was sag ich? Wer ist noch 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Ach du Scheiße, was willst du denn da machen, Alter? Was soll ich da machen? Kann ich denn rausholen? Kann ich nichts verändern? Gib mal erst deinen Trainer durch. Trainer kann jetzt auch noch viel rausholen. 3. 3? Ja, hallo, Digga, sehe ich von hier, ja, toll. Wir gucken erstmal der hier. 3 Tüten. Ja, hätte aber auch nicht gereicht, ne? Wenn du rechnen kannst. Der hätte eine Tüte gebracht, ne? Was der hier hätte 2 Tüten gebracht, ne? Hey, dann hab ich doch die 3, ja. Du Eumel. Ja, und was der hat auch 2 aber Tüten. Aber auch für eine Aufstellung, Alter. Wir gucken was rein. Ist für eine Aufstellung? Was wurde es am Ende? Schmutzwurz. Es ist so wichtig, Jungs. Das 5.
klein gemacht, Mensch. Am Ende. Immer, das kann dann nicht. Hol ich mir wieder nach Hause. Das kann. Chat, was ist das für eine Aufstellung? Und was soll man denn hier zum Kack? Was soll ich machen? Und dann bei der Aufstellung, da muss man damit leben, ja, irgendwo, ne? Scheiße. Und du hast halt schön dein Kumpel direkt da vorne auf die Eichenposition gehockt. Weil wenn da eine Eichen gehockt, wäre es vorbei gewesen, aber so. Ich fahr mal hoch. Achso, wir testen mal kurz, Husa. Ja, leuchtet. Machen wir dein Apparat an. Nimm mal her. Ja, passt alles. Wir sind auf Channel 2 und der Blitz steht auf 70. Da kommt alles zusammen. Scheiße bauen. Ja, alles irgendwie. Pech. Dumme Aufstellung auch. Aktuell unglücklich bei dir, das Format, ne? Brutal unglücklich. So Leute, die mit ein bisschen FIFA-Skills, die holen da was raus. Ja, ja. Ist es auch schön fest, was? Ja, ist es. Drück bitte nicht wieder so lang wie das letzte Mal. Das war richtig asozial, ne? Nein, ich hab doch gerade so gesehen. Sag du, wann soll ich? Ja, mach einfach. Geht nicht? Ist deine an? Ich gehe aber jetzt trotzdem erstmal auf 10. Jetzt blinkt's aber, es wird safe gehen, ne? Achtung. Ja, es geht und es tut schon weh. Okay, das ist 10. Fahren wieder hoch. Und es tut schon weh. Digga, 5 Blindjobs sind voll. Kack mich so ab, Alter. Wir gehen wieder hoch auf 70. 70 angekommen. Ich hoffe, man kann es gut erkennen. Und dann sagst du mir einfach, wenn es aber losgehen soll. Ah! 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 Oh! Das ist so hart, ne, Jungs? Das ist wirklich hart. Und ich bin so dumm. Warum? Ich sehe es jetzt gerade vorne. Warum habe ich den Modric in Kleider hingehockt? Daneben ist ja Varan und alles. Ah! Ich reiß mich zusammen beim nächsten Mal. Nächste gewinne ich. Ich verspreche es euch. Nächste gewinne ich. Ich gehe jetzt mal kurz aus dem Bild. Mach mal kurze Ansage. Wirklich so, red mal zu deinem Team Simon kurz. Okay. Ich gehe mal kurz raus. Okay? Chat, ich war sehr dumm. Stell mich manchmal. Ich habe viel Pech und stell mich dumm an aktuell, ne, bei Draft. Weil mir einfach das Selbstbewusstsein fehlt. Aber ich verspreche euch, den nächsten Blind Draft werde ich gewinnen. Und hoffentlich auch ein bisschen mehr Glück haben, ne? Deswegen haut's da rein und ich habe keinen Bock mehr auf die Drecksbestrafung. Ciao. Ihr Wichser!